Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Metroid auf dem SNES. Ich bin Q-Rex, aber ihr könnt mich auch gerne den Codex Krabscher nennen, wenn ihr wollt. Denn mit meinem neuen Grappling Beam hier erreiche ich die richtigen Popos auch auf Distanz. Ja, liebe Leute, so läuft das bei uns. So, ich gehe mal hier nach unten. Ich habe den Grappling... Oh, da kann ich was mit der Bombe freimachen. Geilo. Grappling Beam, ja, das letzte Mal bekommen. Habe super brutale Bossfights gehabt und muss jetzt auch noch in einen neuen Bereich rein. Und ich würde sagen, da wartet der Boss dieser Gegend auf uns. Schön, okay. Unten können wir sicherlich noch nicht entlang. Ich glaube, da gibt es später einen Anzug, mit dem wir... Nee, das geht doch gar nicht. Lass ich die Lava raus? Ich habe hier schon den Hitzeanzug. Weiß ich nicht. Aber da kann ich unten nicht entlang. Da bin ich mir sicher. Oh, liebe Leute, das weiß ich leider nicht, wie das hier ablaufen soll. Und wir haben mal wieder, ihr seht schon von Weitem, ein Monstermaul. Sieht so ein bisschen aus wie die größere Variante von dem, was wir im letzten Part besiegt haben. Moment mal, wie kommen wir denn da hin? Muss ich da wirklich unten entlang laufen oder was? Wie ist denn das jetzt gemeint? Ich dachte, da komme ich jetzt irgendwo hier entlang, aber dem ist gar nicht so. Sollen wir das mal probieren? Oh ja, ich glaube, wir müssen hier wirklich durch. Hui! Die sind hier auch schon ganz schön tot, die Viecher. Kein Wunder, hier ist es ja auch nicht gerade gemütlich drin. Nee, hier komme ich nicht durch. Hui! Nee, so komme ich hier sicherlich nicht weiter. Oh. Da müssen wir aber ein bisschen aufpassen, dass der uns nicht hinbringt. Ui. Na, wir machen es gerne knapp, wa? Aber ein bisschen erforschen müssen wir. Alles klar, hier kommen wir nicht weiter. Hui! Hui! Alles klar. Flum, kam ich plötzlich nicht mehr so hoch. Ja, wie machen wir das denn? Da gab es aber nichts zum Grabben, oder? Ich glaube nämlich nicht. Wie soll ich denn da jetzt hingehen? Hä? Wer ist denn das jetzt gemeint? Ja gut, dann kommen wir hier eben nicht weiter. Dann scheinen wir zu diesem Boss noch gar nicht zu kommen, kann das sein? Gehen wir also erstmal nach oben. Mit dem Grappling Beam kommen wir auf jeden Fall schon mal weiter. Au, au. Und wir haben uns erstmal richtig hart verletzen lassen, liebe Leute. Au, au, au. Chup, chup, chup. Okay, einmal nach oben. Ja. Alles klar, ganz viele Bomben für uns. Als ob es wichtig wäre, liebe Leute. Vielleicht sollten wir uns das merken. Bomben sind gut für uns. Flip, flip. Okay. Wo ist denn jetzt... Ja, gehe ich da lang oder da lang? Das ist ja die Frage. Ich glaube, ich gehe hier lang. Ja, plum. Okay. Einmal aufgeschossen. Ich glaube, das ist der korrekte Weg. Oh, hier steigt die Lava an, glaube ich. War das schon das letzte Mal so? Wir rollen hier unten entlang. Doch, ich glaube, hier war ich schon, ne? Ich denke doch. Das ist alles nichts Neues. Ja. Ich erinnere mich. Es war schon das erste Mal wunderschön hier. Ärgert mich nur ein bisschen, dass ich hier wieder her zurückkommen muss. Flump, tjunk. Mal wieder. Tjup. Irgendwie erinnert mich das hier an Mario Land 2, das ich selbst nie gespielt habe. Aber es gibt da so ein Various Castle oder sowas ähnliches. Ein berüchtigtes Level, das auch solche, so ähnliche Spielchen wie die hier drin hat. Oh, das singt aber ab, du. Das geht nicht gut aus. Flump. Das sieht wirklich so ein bisschen aus wie diese Stelle hier. Aber es ist, glaube ich, nicht so schwer wie diese Stelle. Ah, oh, ich kenne dich doch, ihr blöden Viecher. Ihr blöden Vieche. Ach so, ja. Ich glaube, das war doch einer von diesen Räumen. Ja, wo ich mich oben entlang grabben konnte. Aber ich weiß nicht, ob ich von hier unten das starten kann oder ob ich das nur von einem Raum... Ja, natürlich kann ich das hier nicht. Es sei denn... Und schwupp. Ja, okay. Ich kann die Abkürzung nicht nehmen. Ich muss leider den langen Weg gehen, liebe Leute. Das heißt, vielleicht kann man das, aber ich, liebe Leute. So, kommt doch bestimmt noch Einhörnchen. Was ist ein Einhörnchen? Das ist eindeutig Eichhörnchen. Ich meinte natürlich Seepferdchen. So, einmal hier durch, bitte. Ist ja gut. Oh. Au. Was ich diesem Spiel wirklich zugute halten muss... es hat es nicht nötig, einen extrem weit nach hinten zu schlagen, wenn man getroffen wird. Man ist auch so schon genug gestraft. Dann doch eher so. Durch die Treffer, die man hier erleiden muss. Ach, das schaffe ich doch so. Flump. Okay, alles klar. Also es gibt ja Spiele, gerade auf dem NES, aber auch auf dem SNES, wo man bei einem Treffer extrem weit nach hinten geschleudert wird und dann alle möglichen Plattformen verlassen muss, alle möglichen Sachen nicht schafft. Ist das der Wave Beam? Geil. Super geil. Ja, das ist der Wave Beam. Super gut. Ich glaube, der kann durch Wände durchschießen. Und gehört wirklich zu den besseren Waffen in dem Spiel. Ja, schaut euch das an. Man sieht es jetzt nicht so sehr in dem kleinen Raum. Aber der geht wirklich in so einer
ja, so einer Wellenbewegung von einem weg. Und ich nehme mal an, er ist auch stärker als die normale Waffe. Richtig geil, das Ding. So, mehr scheint es hier aber nicht zu geben, was mich traurig stimmt. Aber wir sind jetzt richtig gut ausgestattet. Ja, damit hätten wir wahrscheinlich auch den einen oder anderen Kampf leichter schaffen können, wenn ich nicht direkt ins Rackchip gerackt wäre. Aber ich rocke das Rackchip auch ohne Wave Beam, liebe Leute. Oh, oder auch nicht. Au, au, bringt mich nicht um. Uiuiui. Langsam muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht sterbe. Aber ich habe eben einen Wave Beam. Jetzt geht alles gut. Außerdem haben wir auch noch 99 Energy-Punkte übrig. Die seht ihr noch nicht, weil sie so gut versteckt sind. Flum, flum, flum. Ja, ja, das ist stärker als vorher. Sehr schön. Momentan bekommen wir halt auch hauptsächlich noch unsere flum, flum, unsere Waffen zurück und nicht so viel Lebensenergie. Was es uns gerade nicht direkt einfacher macht. Aber ihr seht, ich kann jetzt durch alles Mögliche durchschießen. Ui, oh. Ui, ach, liebe Leute, das haben wir geschafft. Sehr schön, alles klar, gehen wir hier mal weiter. Einen sehr, sehr guten Gegenstand haben wir da bekommen. Stärkere Schüsse sind immer geil. Und da haben wir auch schon gleich das nächste, was uns Freude machen wird. Nämlich die Tatsache, dass wir hier rüber graben können. Flip. Oh yeah, und mit Schwang. Flump. Yeah, rüber geschwängelt. Alles klar. Oh, falsch. Na gut, aber erstmal vier Raketen drauf verballern. Und zählen kann er auch nicht. Flump, flump, flump. Okay, kaputt machen. Oh je, und das, wo ich doch gerade so geschwächt bin. Gibt's hier noch irgendwas Tolles? Sieht so aus, ne? Flump. Tatsache. Guckt euch das an. Da haben wir gleich noch ein kleines Geheimnis gefunden. Also, wie ihr seht, es lohnt sich immer noch mal ein bisschen nachzugucken. Aber was so gut bewacht ist und dann nur eine Rakete, das muss noch weitere Geheimnisse für uns beherbergen. Ich weiß allerdings nicht, was für welche. Ich schätze mal nur noch eine Rakete oder so. Meistens ist es ja sowas. Hä, das ist ja richtig groß hier. Wow. Au, au. Schmerzen sind schlimm für mich. Hallo? Tja. Au. Huh. Au. Oh je, jetzt wird's aber eng hier. Uah. Huh. Okay. Nochmal muss ich mich nicht von dir treffen lassen. Da ist was Großes, glaube ich. Das ist was Wertvolles. Oh mein Gott. Was ist es? Und warum? Oh ja, okay, ein Reservetank. Nicht so toll, wie ich gehofft habe, denn eigentlich sind Reservetanks nicht wirklich was anderes als Energy Tanks. Also der Unterschied ist mir nicht so ganz klar. Oh, krass. Was das jetzt wirklich bringen soll. Flump. Aber es ist auf jeden Fall auch nicht das... Oh, guckt euch das mal an. Oh, Mist, und ich habe doch keine Lebensenergie mehr. Flump. Okay, ich hoffe, ich überlebe das. Noch eine Rakete da. Ist ja gemein versteckt. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Mit 35 Lebenspunkten gehen wir zurück in den Tod. Oh ja, liebe Leute. Fum, fum. Hier auch nochmal. Boah, ich bleibe lieber geduckt. Ach, das geht jetzt kaputt, oder was? Na toll. Und hinterlässt Lebensenergie. 35 Lebenspunkte. Meine Fräse. Meine Fräse. Gut, aber wir haben zwei Sachen gefunden. Ich glaube, das zweite hatte ich noch nie gefunden. Ist mir wirklich ganz neu. Und das macht mich auch ein bisschen glücklich. Dich bringen wir um. Und wir wollen gerne diese Lebensenergie haben. Und nicht gleich wieder verlieren. Flump. Oh yeah. Und wir gehen hier raus. So, liebe Leute. Dann müssten wir jetzt, würde ich mal sagen... Also ich kann doch bestimmt schon diesen Boss hier angreifen, oder? Oder ist das... Jetzt muss ich mal überlegen. Könnte sein, dass da unten Ridley auf uns wartet. Aber ich bin mir nicht sicher. Wie komme ich denn jetzt am besten zurück? Ich will zurück. Ich glaube, das ist auch hier rüber, oder? Wenn ich einfach hier entlang gehe? Nee, das ist nur der Speicherpunkt. Ja, das habe ich schlau gemacht. Egal, das schaffen wir schon. Wir finden schon einen Rückweg. Oh mein Gott. Ja, diese Karte ist nicht unbedingt immer selbsterklärend, weil die Türen einfach nicht angezeigt werden darauf. Nur aneinander liegende Räume. Flim, flim. Hilft einem eben auch nicht immer. Flim. Okay, komm mal her. Wir brauchen deine Lebensenergie. Flim, flim. Oh, er hat wirklich was gegeben. Tjo. Okay, oh yeah. Warte mal, ich glaube, ich muss deine Lebensenergie auch rauben. Oh, bisschen weit. Ah, okay, es geht aber, es geht. Und bei dir auch? Ah, nur ein kleiner, aber immerhin. Ui, gut genug für mich. Und dich schießen wir auch noch ab. Oh yeah, das gefällt mir wohl. Was sind das überhaupt für Viecher? So komische Krabbenheimer. Das sind eindeutig Krabbenheimer. So.
Ich bin total am Limit, liebe Leute. Ich halte ja nichts mehr aus hier. Flum, flum, tschung, pfung. Aber mit meinem neuen Beam, ja, was habe ich da zu befürchten? Was habe ich bloß zu befürchten? Den Tod, würde ich mal sagen. Aber ich denke nicht zu viel drüber nach. Nein, ich will lieber über die schönen Dinge des Lebens nachdenken. Wie zum Beispiel das Leben. Ja, ist eindeutig ein schönerer Teil vom Leben. Ah, flum. Okay. Oh, neue Bombe. Sehr gut. Chup, chup. Ja, tipp. Will ich haben? Ach, guck mal, jetzt habe ich schon wieder fast 2 Container voll. Also, wenn ich damit nicht überlebe, dann überlebe ich mit gar nichts. Dann ist auch Hopfen und Malz bei mir verloren. Okay, wir wollen hier mal lieber ordentlich durchballern. Denn hier sind bestimmt viele, die uns ans Leder wollen. Kann man ja auch verstehen, Samus ist eine hübsche Frau. Und außerdem so stark und selbstbewusst. Das kommt immer gut an. Okay. Da kann ich nur hochbomben, soweit ich weiß. Und wir haben den Weg nach oben zurückgefunden. Das gefällt mir. Ja, also an der Karte könnte man wirklich noch ein kleines bisschen arbeiten. Muss man ganz ehrlich zugeben, die ist in dem Spiel nicht ideal gelöst. Ich denke aber auch, dass das kein Versehen ist. Da wollte man einfach noch ein bisschen streng sein. Also sagt mir bitte Bescheid, wenn ich jetzt schon zum Boss hier gehen könnte und bloß übersehen habe, wie ich das mache, aber könnte muss ja über diese Lavagrube da sein, die ich nicht überlebt hätte und wo ich auch nicht hochgekommen bin. Also da muss es wohl noch eine andere Möglichkeit geben. Ich könnte mir auch vorstellen, welche das ist. Aha, ich glaube, auch hier finden wir noch etwas, bevor ich nach Meridia oder so gehe. Nee, ich glaube auch, ich gehe nicht zuerst nach Meridia, sondern ich gehe jetzt mit dem Grappling Beam zurück ins Glück. Nein, zurück ins Rackchip. Und werde von dort aus zurück nach Meridia gehen. Denn ich habe ja den Hinweis erhalten, dass im Rackchip eventuell der Anzug wartet, mit dem ich besser schwimmen kann. Beziehungsweise weniger schlecht schwimme. Eigentlich gehe ich unter wie ein Stein, egal wie ich es mache. Aber ich bin dann ein schnellerer Stein, ein leichter zu steuernder Stein. Tjong, tjong. Okay, alles klar. Wo hatte ich das eben gesehen? Ja, ich bin richtig und da kann ich meinen Lebensenergie auch aufladen. Es könnte sein, dass die Energy Tanks, also das, was da auf Auto steht, nicht automatisch aufgeladen werden von diesen Stationen hier, von denen hier. Flump. So, dass ich die also immer mit Zusatz Lebensenergie aus Gegnern aufladen muss. Das könnte ich mir vorstellen. Damit sind sie also sogar etwas schlechter. Also ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich könnte es mir ausmalen. Damit wären sie also sogar etwas schlechter als die normalen Energiecontainer. Ob das reicht? Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht, liebe Leute. Das reicht nicht. So, bleiben wir also schön hier in der Mitte. So viel Zeit muss sein, sonst kommen wir da nicht rein. Hup. Ja, und gereint habe ich auch noch für euch. Wisst ihr warum? Weil ich euch so gern hab. So, einmal hier hoch. Tjung. Oh, hä? Das habe ich kaputt gemacht. Ach, ich dachte immer, das müsste ich sprengen. Nein, koste mich nicht alle Leben. Ah, aber. Okay, alles klar. Huh, ach so, aber hier war das, gell? Jo, das war da. Und da sprengen wir uns jetzt richtig kraftvoll durch. Wow. Damit sie auch noch mit den Tritten richtig kraftvoll hochsprengen können, liebe Leute. So. Und ja, genau, da war was Grappling-Beam-mäßiges und da möchte ich lieber diese Gegner nicht umbringen, denn Grappling-Beam ohne Licht, das mag ich nicht. Da springe ich lieber ein paar Mal in die Stacheln, als hier im Dunkeln zu tappen, im wörtlichsten Sinne. Oh, ja. Oh, na. Nicht zu ungeduldig. Oh, was war das denn, du Arsch? Okay, also mit ein bisschen... Hui! Ah, lass mich los! Okay. Okay. Alles klar, wir können da auch noch mal nach unten gehen. Das werde ich auch irgendwann mal tun. Flip. Aber nicht jetzt, liebe Leute. So, mal schauen, was es hier gibt. Wenn das nichts Tolles ist, dann werde ich ganz dolle weinen. Oder... Oh, es klingt aber nach einem wertvollen Raum. Ah. Oh nein, Fehler. Fehler. Kann ich hier unten jetzt durch? Nee. Ich muss das nochmal machen. Ich könnte mir vorstellen, was es ist. Aber wahrscheinlich ist es falsch. Flum, flum. Nochmal rein. Also, vielleicht geht das auch mit einer normalen Bombe. Jawohl. Einmal hier oben entlang rollen. Es ist auf jeden Fall ein größerer Gegenstand. Hä? Was ist das denn? X-Ray Scope. Wie geil ist das denn? Liebe Leute, damit haben wir einen weiteren richtig geilen Gegenstand bekommen. Damit kann ich jetzt... Achtung. Wie mache ich das denn?
Auf welchem Knopf ist das? Ah ja, so. Kann ich jetzt die Gegenden hier scannen? Ich erkenne sofort, ob irgendwo etwas versteckt ist oder ob irgendwelche Wände einfach nur fake sind. Wie geil ist das denn, liebe Leute? Das ist das Beste, was mir passieren konnte. Sehr geil. Also damit ist die Schatzsuche natürlich um ein Vielfaches einfacher. Okay, und wir sind zurück. Und wir scannen gleich nochmal. Okay, alles klar. Einmal hier durch. Oh yeah, damit fällt uns doch vieles dann ein bisschen einfacher. Oh ja, hier kann man aber gar nichts machen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass hier unten nur Stacheln sind. Obwohl, eigentlich ist es ja logisch. Vorher Stacheln, immer Stacheln. Also nehmen wir den Grappling Beam, schießen uns nach oben. Tjung, 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 tjung. Ich bin immer zu ungeduldig mit den Dingern. Wir geben nicht auf. Liebe Leute, das machen wir sicherlich. Wir könnten auch nochmal hier unten schauen, ob hier noch was versteckt ist. Mit unserer neuen Fähigkeit. Was zum Beispiel ist denn hier hinter? Nüscht. Man würde auch sehen, wenn man das jetzt beispielsweise mit Bomben hochsprengen müsste oder so. Au. Aber hier scheint tatsächlich nichts versteckt zu sein. Ist ja ein Ding, liebe Leute. Ist ja ein totales Ding. Oh ja, das machen wir kaputt. Jetzt wollen wir kein Licht mehr. Wir brauchen kein Licht. Dich lasse ich vielleicht am Leben, damit ich noch so ein bisschen Restlicht habe. Du bist sowieso jemand, in den ich immer reinspringe. Es ist eigentlich ganz gut. Ich glaube, das Licht bleibt auch erhalten, wenn ich sie nur einfriere. Das heißt, um vorbeizukommen, hätte ich das früher auch schon benutzen können. Flum, flum, flum. Bimbe. Ach, hier hätte ich es euch nochmal zeigen können, wie der Grappling Bean... Ach Quatsch, dieses Ding hier so funktioniert. Aber es werdet ihr noch oft genug sehen. Es entschleunigt das Spiel so ein bisschen, weil man halt ständig ausprobiert, ob hier irgendwo was versteckt ist. Aber das macht nichts, denn... Oh, da kann man... Ach, da kann man durch? Ja, sowas. Aber das macht nichts, denn der Gegenstand ist einfach so gut, dass einem das nicht wehtut. Und ich hatte schon die ganze Zeit das Gefühl, dass man hier irgendwo durchkommt. Aber irgendwie ist das nicht der Fall. Ich dachte, in der Wand wäre hier irgendwo was versteckt. Aber scheinbar habe ich mich da schlicht und einfach geirrt. Liebe Leute. Na gut, dann gehe ich einfach mal... Oder ist da noch irgendwas Verdächtiges? Ich glaube nicht. Doch, ich gucke nochmal kurz auf die Karte. Wo wollen wir denn entlang gehen? Oh, da sehen wir auch, wir müssten hier eigentlich nochmal an der Seite entlang. Da ist immer noch ein Raum, in dem ich irgendwie nicht drin war. Ein blauer Raum. Da gehen wir nochmal rüber. Könnte was Wertvolles sein, könnte aber auch was ganz Schlimmes sein. Und ihr seht, wir sind jetzt schon ziemlich weit ausgerüstet. Also eigentlich fehlt uns nicht mehr viel. Das heißt, uns fehlen, glaube ich, noch eine ganze Menge Energiecontainer. Oh, ich wollte rennen. Aber uns fehlen nicht mehr so viele... Also keine Ausrüstungsgegenstände, keine großen. Zwei, drei fehlen uns schon noch. Das sehen wir auch im Inventar, wenn ich da mal reingehen würde. Kann ich euch gerne zeigen, natürlich. Hier sehen wir noch einige Leerstellen. Aber das ist nicht so schlimm. Wir fühlen uns jetzt auf jeden Fall schon so richtig heldenhaft cool. Nein, hier kommen wir ja nicht durch. Obwohl, doch, klar. Ich glaube, mit dem... Ja, na klar. Guckt mal, mit unserem Beam können wir jetzt durch die Wand schießen. Und damit kommen wir da... Au, au, au. Warum die Schmerzen? Warum der Pein? So. Ja, ich will nicht überreagieren oder so, aber es war wirklich schlimm. Okay. Oh, lass mich. So, informiert mich bitte, wenn ich etwas Wichtiges übersehe. Schwimm. Okay. Wo war denn das nochmal? War das direkt hier? Nee, war ein bisschen weiter oben. Ich glaube, das war auch was Grappling-Beam-mäßiges. Schwupp. Aber hier hatten wir auch sowieso noch mehr Stellen in der Richtung, ne? Ich glaube ja. Ich probiere es mal eben mit hier. Ich kriege bestimmt gleich wieder Schaden, so nachträglich. So, ja, na klar. Okay, euch mache ich tot, wie sich das gehört. Ja, und hier könnten wir mit dem Grappling Beam so recht schön weiterkommen. Wir kommen allerdings auch so weiter. Und schwupp. Ah. Aber ich glaube, ich muss tatsächlich mit dem Grappling Beam. Zumindest ist es wahrscheinlich sehr viel einfacher. Ich glaube, das ist sogar eine ganz witzige Stelle. Weil ich glaube, dass man sich hier im Kreis drehen kann. Stimmt das? Ja! Das war witzig. Nochmal. Ich möchte mal kurz hier scannen. Hier gibt es wahrscheinlich eh nichts. Aber unten gibt es was. Und da können wir uns drauf freuen. Und es ist... Das ist ein Rückweg, würde ich mal behaupten. Wir könnten aber auch mit dem Wandsprung hier raus... Oh ja, ein Energiecontainer. Scannen wir mal alles ab. Hier ist sonst anscheinend nichts versteckt. Tja, liebe Leute, dann gehen wir einfach hier durch. Schwimm. Energy Tank. Ja, geil.
Boah, das geht ja voran, liebe Leute. Da können wir richtig uns freuen über die Dinge, die hier so alles stattfinden. Und wir haben die zweite Reihe angebrochen. Also hätte ich mit so viel Energie gegen diesen Boss gekämpft, ne? Ja, dann wäre ja alles ein Kinderspiel gewesen. Aber ich musste mich natürlich... Achso, hier werden wir... Was ist das denn? Fall ich einfach durch. Mach das nie wieder, du Arsch. Plum, tschum, tschum. Okay. Einmal hier rüber. Pum. Okay. Ja, lass mich in Ruhe. Ich bringe euch alle um. Ja. Habt ihr gemerkt? Jetzt seid ihr tot. So. Plum. Puh. Ja, ich glaube, man muss, um die optimalen Belohnungen zu erreichen, das Spiel irgendwie wahrscheinlich so in einer Stunde oder zwei durchspielen. So ganz knapp eben. Wo kommt man da eigentlich hin? Kommt man... Das können wir eigentlich mal scannen, wie man da eigentlich reinkommt. Von da... Hä? Wie kommt man da rein? Ist das nur ein Rückweg oder was? Könnte ich mir vorstellen. Wir haben auf jeden Fall hier noch eine Grappling Chance, könnte man sagen. Wir haben kommen hier noch immer nicht weiter. Ja, tipp, 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 tipp. Fipp. Ah, nee, muss ich von oben machen. Okay, einmal mit Schabung. Und wir sind drüben. Okay. Nüsse. Wir wollen mal von hier scannen. Es gibt hier bestimmt noch ein Geheimnis, denn wir haben da unten ja eine Tür. Und irgendwie müssen wir da ja hinkommen. So, einmal scannen bitte. Ja, hier können wir auf jeden Fall was bomben. Das ist schon mal ganz gut. Flimp. Okay. Und einmal scannen. Ah, hier können wir hier einfach durch die Wand durch oder was? Wie ist denn das gemeint, liebe Leute? Ah ja, wir können hier einfach durch die Wand durch. Wusste ich auch nicht mehr. Und hier sind gefährliche Feinde. Auch hier scannen wir mal einmal kurz über den Boden und an die Decke. Wollen ja nichts Wichtiges übersehen. Ich schätze mal, hier sind noch mehr von diesen gefährlichen Feinden. Ja, ein gefährlicher Feind kommt nie allein, das wissen wir ja schon. Seit Rosemutter uns das erzählt hat. Aber hier waren wir doch schon mal, oder? Ich meine, ja, ich habe das schon gesehen, dass da mit einer schweren Rakete was weggeballert werden kann. Habe ich nicht übersehen, liebe Leute. Na gut, gehen wir einfach mal hier durch. Und wir haben Bomben gefunden. Ja, Bomben, meine einzige Stärke. Ich glaube, ich habe viel mehr Bomben als Raketen. Also schwere Raketen, kann das sein? Große Raketen, harte Raketen, Strong Bomb Raketen, Power Raketen, Super Raketen, wie auch immer. So, wir machen hier... Ja, da kommen wir natürlich unten durch. Irgendwie müssen wir hier wieder raus. Ansonsten scheint es nichts zu geben. Ich schätze mal, das machen wir einfach so weg. Jo. Flump. Quam. Okay, einmal hier durch und... Und durchgerast. Okay, da wollen wir uns einfach rein. Ich scanne das mal eben kurz. Ja, das geht ziemlich weit nach oben, aber nur damit man sich in der Luft in einen Ball verwandeln kann. Würde ich mal behaupten, auf jeden Fall. Ah, dieses Spiel macht echt Laune. Das macht so viel Laune, das glaubt ihr mir überhaupt nicht. Ich lüge nicht. Mm-mm. Tschum, tschum, tschum. Vor allem jetzt, wo wir alles mögliche hier einsammeln können. Der hat sich da festgeschubbert. Da wollen wir ihn mal nicht stören. Vielleicht ist das, gehört das zu seinem Privatvergnügen. Okay, einmal durch. Ich denke, jetzt können wir auch so langsam... Ach, hier können wir einfach, glaube ich, durchrennen. Oh, oder auch nicht. Na gut, dann eben nochmal mit Anlauf. Okay, du blöder... Was war denn hier unten nochmal? Wie bin ich denn da unten nochmal entlang gekommen? Scheiße, das habe ich jetzt ganz vergessen. Dreck. Dreck. Das geht über diesen anderen Ausgang, glaube ich. Von hier ging das ja nicht. Ich glaube, das ging über diesen Weg nach unten. Das ist bestimmt doch auch was mit dem Grappling Beam gewesen. Na gut, da wollen wir heute nochmal hingehen. So viel Zeit muss sein. Habe ich nicht richtig auf die Karte geguckt? Ich dachte, ich hätte jetzt alles Wesentliche. Aber das können wir nicht auslassen. Das ist zu wichtig, glaube ich. Das fühlt sich auf jeden Fall unfassbar richtig an. Ich denke, das habe ich das letzte Mal mit der Bombe so halb freigesprengt und kam dann aber nicht weiter, weil es mir an Grabbelkraft gefehlt hat. Du steckst ja immer noch da fest. Was ist mit dir los? Flum, flum, flum. Hey, du sollst sterben eines schönen Todes. Ja, dem habe ich mal einen schönen Tod gewünscht. Ist doch nett von mir, oder? Cool. Und durch. Oh yeah. Genau, hier hatten wir uns durchgesprengt. Und dann... kam ich irgendwann nicht weiter. Aber warum, stelle ich mir die intelligente und außerdem sehr berechtigte Frage. So. Ach so, deswegen. Ja, na gut. Das war nichts mit Grappling Beam. Das war schlicht und einfach nur der fehlende Wasseranzug. Und zum Greifen gab es da auch gar nichts. Ich glaube, es gibt hier auch keinen Trick, mit dem ich mich da hochschlubbern kann, oder? Höchstens...
höchstens, wenn ich es schaffe. Moment. Ja, so geht's. Haha, geschmut. Ich wusste nicht, ob das geht, aber ich bin ganz schön gut, oder? Bin ich gut? Lobt mich. Na gut, dann lobt mich halt niemand. Dann wollen wir wenigstens mal gucken, ob es hier was Tolles gibt. Oh, da kann man durchrennen. Oh, und ich komme nicht weiter. Scheiße, und ich dachte, ich wäre schlau gewesen. Lobt mich nicht, das war nicht schlau. Immerhin, ich habe die Stelle überwunden. Whee! Aber wir müssen leider nochmal hierher zurück. Und ja, es bleibt wenigstens blau, das ist gut zu wissen. Sonst finde ich die Stelle später nicht mehr. Ist ja schon gemein hier, was man so alles, wo man immer wieder herkommen muss, damit man auch wirklich alles findet. Aber auf der anderen Seite, das macht das Spiel ja so aus, dass man so viele Sachen hier suchen und finden kann. Oh, nochmal eine Bombe bitte. Okay. Mich wundert nur, dass ich so extrem wenige von den starken Raketen finde. Muss ich sprengen? Oh, das war keine Absicht. Aber es hat auf jeden Fall gewirkt. So, dann geht's jetzt doch wieder hoch. Chip, 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 chip. Okay. Ja, das war nicht das schönste Sprunggeräusch, das ich je gemacht habe. Ich gebe es dir zu. Es tut mir leid. Es tut mir leid, liebe Leute. Ich sollte das Spiel ernster nehmen. Diesmal nicht. Okay. Einmal hier durch. Ja, das wird lustig hier. Das wird lustig. Wenn wir erstmal im Wreck Chip sind, wo es keinen Boss mehr gibt, weil ich den versehentlich schon umgebracht habe. Ja, das wird schön. Okay. Ich bräuchte am ehesten jetzt gleich mal einen Schluck zu trinken. Mir trocknet gerade brutalst die Kehle aus. Aber ich halte es noch die 2 Minuten aus. Das schaffe ich. Für euch mache ich das. Diese Schluckgeräusche, die werden ganz widerlich. Und das möchte ich euch nicht so gerne antun. So, jetzt muss ich mal schauen. Schaffe ich das überhaupt noch zeitlich hier rüber? Ja, doch. Ich denke schon, zum Rackchip sollte ich schon noch mit euch gehen. Also, wenn man es nicht mehr so richtig gut kennt, dann dauert das Spiel ja doch schon ganz schön lang. Kann das sein, liebe Leute? Kann das sein? Flump! Ja, eingefroren auf einen Schuss. Das hast du dir verdient. Weißt du warum? Weil du grün bist. Ja, das ist der Grund. Flump, 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 flump. Yeah. Tschum. Okay, nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Sind zwar nur 5er. Aber wer die 5er nicht ehrt, ist die 10er nicht wert. Und es gibt auch 20er. So. Das mag ich immer am liebsten, wenn man so durchrennen kann und einfach alles zerdrückt, was im Weg liegt. Renn ich so wie so ein Zug durch die Gegend hier und mach alles platt. Einmal durchrollen, bitte. Okay, flump. Ja, ich denke, das ist... Ich überlege mir gerade, wie ich jetzt eigentlich... Ob ich jetzt diese blauen Gebiete, die hier noch sind, auch abarbeiten sollte. Aber ich glaube, gibt es da noch irgendwas Wichtiges? Bestimmt, oder? Man kann hier auf jeden Fall... Man kann hier auf jeden Fall alles abscannen. Ich glaube, es gibt hier nichts, ne? Okay, einmal hier gerannt. Ah, das sieht aus, als gäbe es da was. Nee, aber auch nicht. Liebe Leute. Scheint nichts zu sein. Spart natürlich eine Menge Ressourcen. Flup. Okay, einmal hier durch. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Okay. Fium, fium, fium. Hast du dir verdient? Wollen wir hier auch noch mal kurz durchscannen? Es kann halt echt überall was sein. So gemein. Oh, da ist zum Beispiel was. Ach so, aber da kam ich schon mal durch, glaube ich. Hier kam ich schon hoch. Ja, ja, hier geht's nur nach Brinstar. Flum, 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 flum. Ich habe irgendwann mal, glaube ich, erzählt, es gäbe einen Marshal, der die Kraft des Bären hat, der Brinstar heißt. Der hieß Bravestar. Aber das erinnert mich auf jeden Fall daran. Das ist fast das Gleiche. Flum, flum. Ja, ich habe die Missile, die da lag. Das ist schon mal schön. Ich will die nämlich nicht vergessen. Und diese komischen, brüchigen Teile da... Oh, gehen natürlich kaputt. Genauso wie meine Geduld, wenn mir das nochmal passiert. Schrupp. Okay. Ach, Mist. Okay, einmal hier rüber. Und tschum, tschum. Ach, nö. Kam ich nicht weit genug. Das heißt, eigentlich bin ich zu weit gekommen. Nur noch diesen super schweren Sprung. Dann muss ich für heute leider aufhören, liebe Leute. Ich will ja nicht zu sehr überziehen. Okay. Na komm, beweg dich.
Na, okay, liebe Leute. Dann halt nicht mehr. Dann halt nicht mehr. Ich wusste nicht, wie lange das dauert, bis die Dinger kaputt gehen. Es dauert ehrlich gesagt länger, als ich es dachte, aber... Ach, Herr Jemine, da fehle ich jetzt mal ein bisschen rum hier. Flump. Okay, das schaffen wir aber noch. Komm schon. Boah, wie ich diese Wassersteuerung nicht mag. Ich will nicht das harte Wort hassen in den Mund nehmen, aber es ist sehr nah dran. Es ist sehr nah dran. Oh. So. Alles klar. Und schupp. Und schupp. Na, oh Gott. Liebe Leute, ich muss diesen Part jetzt beenden, bevor ich ausraste. Das ist wahrscheinlich nicht das eleganteste Ende, das es jemals in einem solchen Spiel gab. Aber es wird notwendig sein, weil ich jetzt vermutlich noch 5-mal versuche, genau das hier zu machen. Und nee, ich schaff's. Ha. So, liebe Leute, jetzt kann ich den Part mit gutem Gewissen beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde euch winken, wenn ich könnte, aber ich habe viel zu brüchige Arme. Deswegen sage ich nur Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn ihr wollt. Macht's gut, liebe Leute. Oh yeah.